Nachtmeister. Dieser Zug gehört jetzt uns. Da können wir es uns auch gemütlich machen. Ah, eine aufregende Nacht daheim für Evie Fry. Eigentlich bin ich gerade auf dem Sprung. Ich habe den Edensplitter gefunden. Und was kann er diesmal? Kranke heilen? Kugeln abwehren? Die Bevölkerung kontrollieren? Das sind gefährliche Objekte, Jacob, vor allem in Templar hin. Ah, du klingst schon ganz genau wie Vater. Schön wär's. Lucy Thorne erwartet für heute Nacht eine Lieferung. Sie ist Dareks Expertin für das Okkulte. Ich bin sicher, dass sie den Edensplitter erhalten wird, den Sir David Brewster erwähnte. Das klingt lustig. Wie wär's, wenn ich mitkomme? Du hältst dich an die Mission. Ich schwör's. Der Inhalt dieser Kiste ist mehr wert als ihr Leben und das ihrer ganzen Familie. Verstanden? Ja, Miss Thorne. Vorsicht! Verdoppelt die Wachen am Wagen! Also, Miss Thorne, es gäbe da noch einige Papiere für Mr. Starrick, wenn Sie kurz mitkommen würden. Nun gut, aber machen Sie schnell. Was auch immer sie will, es ist in dieser Kiste. Auf den Dächern sind Schützen postiert. Kannst du sie ausschalten, bevor ich am Wagen bin? Ist das eine Herausforderung? Nicht gerade unser bester Moment. Ehrlich gesagt. Da ist er! Wir sollten lieber verschwinden. Was hast du gemacht? Keine gute Zeit, um Fragen zu stellen. Wow! Na los! Ich geh lieber nach Hause, bevor sie die Straßen abriegeln. Würdest du bitte etwas vorsichtiger fahren? Du gefährdest die Dokumente! Oh, die armen Dokumente! Wär's dir lieber, wenn ich anhalten würde?
Hand und versuch uns vom Wagen zu... Jacob, Vorsicht! Was hast du? Es sind Papiere, Jacob! Argumente, fahr schon! Ich hab nicht genug Kugeln! Ich hab noch welche! Schieß einfach weiter! Dachte... Zug etwas aufgemöbelt. Neuer Lack, neue Teppiche aus Camden Lock und meine Schwester, die Näherin, hat uns die Vorhänge billiger gemacht. Wir haben keinen Idensplitter gefunden, aber dieses Material ist unbezahlbar. Hier. Die Londoner Assassinen haben wohl ein Grabtuch gefunden. Das Eden-Grabtuch soll selbst die schwersten Verletzungen heilen. Wenn die Assassinen sowas gefunden hätten, dann hätte Vater es gewusst. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Etwas, das nur wir sehen können. Das ist eine Wegbeschreibung. Kommen Sie nicht mit? Feldforschung ist nicht gerade meine Spezialität. Es gibt Hinweise auf ein Vorläuferobjekt. Wollen Sie dem nicht nachgehen? Wenn Sie es so sagen, kann ich unmöglich ablehnen. Pirat? Meister Assassino und Pirat, genau. Na los. Was genau wissen Sie über dieses Grabtuch? Es soll die Kranken heilen. Ein Mythos besagt sogar, dass es Tote wiederbeleben kann. Doch die Schriften der Assassinen widersprechen dem. Aber ich habe noch nie von einem in London gehört. Halten Sie es für möglich, dass Edward Campbell eins gefunden hat? Er ist sehr weit herumgekommen, möglich wäre es. Doch wenn dem so war, hat er das Geheimnis wohl behütet. Was für eine Entdeckung wäre das? In der Tat, ich kann kaum erwarten, es zu finden.
Es überrascht mich, dass Sie noch nicht im Kenway-Anwesen gesucht haben. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, Sie haben recht. Dort. Ich bin im Arbeitszimmer. Ich möchte nicht gestört werden, außer es gibt Neuigkeiten von dem Notizbuch. Das macht die Sache schon schwieriger. Wollen Sie trotzdem hinein? Wenn das eine Templerfestung ist, dann wird es immer schwierig bleiben. Aber keine Sorge, wir halten uns schön fern von Miss Lucy. Sollen wir? Können Sie dort mal nachschauen? Natürlich. Etwas aus Edward Kenways Zeit. Dass die das alles behalten haben. Diese Thorn ist eine wahre Sammlerin. Sieht interessant aus. Wenn Vater das nur sehen könnte. Ein Assassinen-Artefakt.
Das sollte den Assassinen gehören. Wonach suchen wir denn? Ich bin mir nicht sicher. Was haben die Templer übersehen? Etwas, das nur wir sehen. Subtil, nicht wahr? Kenway hatte einen ausgeprägten Sinn für Spektakel. Geschichte der Londoner Assassinen. Schlupflöcher, Gewölbe, ein versteckter Schlüssel. Das ist es. Du sagst, du hast Musik gehört. Diese Öffnung war vorhin noch nicht da. Sie schließt sich. Ja, das sehe ich selbst. Hier ist ein Blockieren. Wir brauchen einen anderen Ausgang. Eine ganze Schatzkammer, gefüllt mit der Geschichte der Assassinen. Einfach erneut zurückgelassen. Wir müssen sie später zurückerobern oder ein besseres Versteck finden. Wir? Thank you.
Du musst was für mich erledigen. Wir sind voran. Ihr könnt gehen. Lassen Sie mich! Ganz ruhig. Kein Wort. Sie sind gemein. Ich war schon weg. Ich werde Sie trotzdem nicht laufen lassen. Hören Sie, das Leben ist gerade echt hart. Das verstehen Sie doch. Zu Hilfe! Ich werde entführt! Thank you.
Nicht schon wieder! Sie hätten nicht fliehen sollen, Miss Foster. What could be happening? Sehr gut gemacht. Huh?